Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich soll doch mal auf YouTuber-Memes, die süchtig machen, reagieren und das werden wir auch tun. Und ja, wir gucken jetzt mal. Ja, gucken wir mal rein, ne? Ja, mal Leute, ja, was geht ab, Digga? Haustür ist angesagt. Ach ja, falls ich mal auf Toilette. Boah, Alter, ich kann, ohne Scheiß, ich kann ihn irgendwie null, noch nicht mal sehen, ne? Also bevor das mit der ganzen Scheiße Mimi und Pipapo anfing, ich fand ihn von Anfang an schon übel nervig. Das war einer der nervigsten YouTuber überhaupt. So wollt, hier ist das Gäste-WC. Und jetzt, so, Digga. Mann, dieses Scheißspiel, Mann, Digga. Ich fang dieses Spiel ab, Mann. Ich spiel diese Scheiße nicht mehr! Was jetzt, Paul Berger? Wenn ich eine Frau anspreche. Oder wenn ich zwei Frauen anspreche. Hey, ich stehe auf Männer und auf Tiere. Verlierst du, ist vorbei. Schalte sie aus oder nimm das Der Tier. Gulag. Hier wurde der Arsch versohlt. On the road again. Alexa, show me my baby. Okay. Was labert die? Snapchat? Was hat die da gesagt? Was ist mit Snapchat, Digga? Streaks, Snapchat? Was meint sie damit? Flamen? Flammen? Mammen? Das ist halt wirklich Was so. Ist denn Das ist voll schlimm. wenn ich mal überlege, ne? Müsste mal also auf Dings sieht man das ganz gut, auf Facebook und sowas. Die jüngere Generation, ich sage jetzt mal, die Leute, die jetzt so 15 sind, 14 sind, ja, 16, 17, ne? Was die schreiben keine Sätze mehr, die kürzen jedes Wort, wirklich jedes Wort ab, da stelle ich immer so da, hä, was will denn der jetzt? Ich lese mir da immer so die Kommentare dort durch, ne, so ein ganzer Satz, normalerweise, ne, der eigentlich so, keine Ahnung, weiß ich nicht, 60, 70 Buchstaben hat auf einmal nur so 4 Buchstaben, da stehe ich dann so da und denke, hä? Was soll denn das bedeuten? Und das ist dann immer so ein ganzer Satz. Da merkt man wirklich so dran, dass man älter wird, ne? Oder ich fange jetzt auch schon an, dass ich immer so sage, was totaler Schwachsinn ist. Früher war alles besser. Ist halt wirklich so, ne? Ich sag jetzt schon, früher war alles besser. Was sollen denn meine Arbeitskollegen sagen, Grüße gehen raus, die kurz vor der Kiste jetzt schon sind, ne? Die schon sich einen Sarg aussuchen, was sollen die denn dann sagen? Flammen auf Snapchat, Digga. Was ist das? Erklär's mir ganz kurz. Flammen... Dinge, die kriegst du, wenn du jeden Tag ich kenn das so die Anzahl der Tage. I mean, you all life get much money. Ein Video mit 1,7 Millionen macht auf meinem Kanal aktuell 12.400 ja. Dollar. Der Mann, der weiß Bescheid. Der Nachteil, wenn man rote Haare hat, man wird gemobbt. Der Vorteil, es kann einen seelisch nicht belasten. Chapeau, der war gut. Der war geil. Okay, der war richtig gut, ey. Der war richtig und gut. Heute, meine Lieben, geht es um das Thema Blasen. Ja. Ist das die nur von Kari? Nee, die. Ich dachte, wir reden jetzt über ASMR. Boah, ja, ich bin's. Mach dein Arschschuh, mach dir deine Leitung raus, du Birne. Bitte? Du stockschwuler Arsch. Wie geht's, Norman? Sag ich schon. Na warte, das ist die nächste Nummer, die die Polizei kriegen, du. Nee, dann hat's das. Nee, hat's erledigt, danke. Ich krieg dich. Ach, aber nicht mit der Waffe, Digga. Werden wir verkackt? Bitte nicht mit der Waffe, Bruder. Ey, er ist es auch noch wirklich, Digga. Okay, gut so. Schlag den Star ist auch witzig. Das spielen nur Leute, die aussehen wie Harry Potter mit Down-Syndrom. Freunde! Ja, wollte ich gerade sagen. Herzlich willkommen bei Schlag den Star. Ah, geil. Mal, wo ist denn hier das Ding zum Blasen? Ja, es. Werde ich auch öfters mal gefragt.
wo ist denn das Ding zum Blasen? Und siehst du das nicht? Brauchst du eine Lupe? Sorry, der musste sein, ne? Also, mal, ne, ihr wisst das, wie ich bin, ne? Ein perverser Witz muss immer dabei sein. Ich habe das Ding immer regelmäßig ausgeleert, aber natürlich, faul wie ich bin, habe ich das Ding nicht ausgespült. Oi. Und oben vom ganzen Ausspülen hat sich die Pisse gesammelt, beziehungsweise die Pissreste. Ich weiß, sehr unangenehm. Irgendwann, Digga, beim Zocken auf halbem Herz, wieder am Strollern, Digga, und natürlich immer, oh, nicht hier oben rankommen, und irgendwann mein Piss und irgendwas passiert beim Zocken, Digga, ich guck, puff, genau mit der Eiche, genau oben an den Rand, Digga. Am nächsten Tag, Bruder, pisch, so ein Blumenkohl da unten. Ein Vorteil hat das, muss ich fairerweise an der Stelle sagen. Jetzt kommt. Es war zwar unangenehm, es fuck, Digga, es hat gejuckt wie sonst, es war so unangenehm, aber ein Vorteil hatte es, Digga. Das Ding hat so gejuckt und so gekribbelt, Digga, beim Wichsen. Woo, Baby! Das hast du jetzt nachgeguckt, was das heißt? Setz mal kurz einmal auf. Hörst du? Verpiss dich. Hast du gehört? So, jetzt weißt du Bescheid. Jalla, immer ein Segen, wenn die Tür zu ist. Molla. Boah, wenn da... Ja, nee, ich wusste es, dass da ein scheiß Vieh rauskommt. Ich wollte gerade ansetzen... Drum fucking wenn da jetzt ein Dings rauskommt, dann kommt da so eine scheiß Ratte raus. Warum erschrecke ich mich immer so? Das wär viel geiler gewesen, weiß nicht, wenn da Trump rausgekommen wäre. Weißt du, das wäre, ne? Der hätte wenigstens eine. Ja, gut, der hat auch keine gute Frisur, der hat einen scheiß Frisur. Aber, weißt du, den Ding, ja. Wäre halt besser. Ich weiß nicht wieso, aber er wäre halt besser. Tieren, Mann. Ich hau mir da auch nicht ein Kinderschokobonbon ins Maul, sondern fünf Stück auf einmal oder drei oder vier. Joxi. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal und bewerte das Video. Bis zum nächsten Mal. Fand ich geil. Also coole Memes definitiv dabei gewesen. Also gut, also hier, warte mal, den Anfang hier. Irgendwo hier, da. Den hätte man rausschneiden können. Also. Ne, braucht keiner. Aber sonst coole Memes dabei gewesen. Ich habe jetzt voll Bock, mal wieder Modern Warfare zu zocken. Könnte ich eigentlich auch mal wieder machen, ne? Mal ein bisschen Modern Warfare zocken, Mann. Ja, also es waren echt coole Memes dabei. Es waren richtig coole Memes dabei. Danke für das Video, das fand ich am besten, ne? Wie schon gesagt. Kennt man halt, ne? Wo ist da was zum Blasen? Das ist eine Frage, die mir auch schon oft das gestellt wurde. Dann habe ich gesagt, ja, nimm doch mal die Lupe. Dafür habe ich dir doch die Lupe dahin. Da habe ich dir doch die Lupe dahin gelegt. Ah, schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir doch bitte über Instagram, über Twitter. Und die richtigen Vorschläge bitte. Also nie irgendwie welche Stichwörter, wo ich dann ein halbes Jahr suche und einfach nichts finde, sondern wirklich den richtigen Vorschlag, wie das Video heißt oder am besten wirklich einen Link. Würde mich freuen und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.